Für Schülerinnen und Schüler, die bei uns in der ersten Klasse im Altengymnasium beginnen, gibt es zwei Möglichkeiten, Schwerpunkte zu wählen. Und einer dieser Möglichkeiten ist der musische Schwerpunkt. Und es freut mich, dass Sabrina Lackner heute da ist und ganz kurz den musischen Schwerpunkt als Vertreterin der Musikerinnen vorstellt. Gerne. Ja, in der ersten und zweiten Klasse führen wir einmal im Jahr ein Schulmusical auf. Dieses Musical wird mit Hilfe vieler Kolleginnen und Kollegen gestaltet. Zum einen im Turnunterricht, da werden Tänze und Choreos einstudiert. Im Deutschunterricht wird das Drehbuch gemeinsam gelesen, Rollen werden erlernt. Und im Chor werden Solo-Gesänge und Chorlieder einstudiert. Diese Chorstunden finden 14-tägig am Nachmittag statt. Es kann natürlich sein, dass es immer, wenn dann das Musical näher rückt, auch zu regelmäßigeren Chorproben kommen könnte, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Das Musical wird einmal aufgeführt im Stadttheater. Nur einmal aufgeführt ist es nicht gerade richtig, denn insgesamt gibt es innerhalb von 3 Tagen 8 Aufführungen, in denen dann die ersten und zweiten musischen Klassen ihr Können und ihr Talent unter Beweis stellen können. Auch im Unterricht finden einige Aktivitäten statt, wie zum Beispiel wurde in diesem Semester mit der 1A-Klasse ein Rhythmusvideo aufgenommen, das Sie auch sehr gerne auf Instagram oder auf Facebook liken und anschauen können. Wenn ich den musischen Zweig mit ein paar Schlagwörtern beschreiben müsste, so wären diese Kreativität, Spontanität, Tanz, Gesang, soziales Engagement und Zusammenhalt. Wir haben jetzt einen Eindruck bekommen, was der musische Schwerpunkt alles bietet. Jetzt eine Frage, die Schülerinnen und Schüler ganz oft stellen und vor allem auch Eltern: Was müssen Kinder mitbringen, die im musischen Schwerpunkt beginnen wollen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist: Wie geht es dann nach der ersten und zweiten Klasse weiter? Was können musikbegeisterte Kinder dann erwarten? Ganz, ganz wichtig ist Spaß an der Musik. Es ist keine Voraussetzung, ein Instrument spielen zu müssen, sondern die Voraussetzung wäre wirklich Spaß am kreativen Arbeiten, dass man gerne sich präsentiert, dass man gerne schauspielert, tanzt und singt. Wenn Ihr Kind das sehr gerne tut, dann ist es hier bei uns am Alten Gymnasium auf alle Fälle im musischen Zweig sehr gut aufgehoben. In der 3. und 4. Klasse können die Schülerinnen und Schüler je nach Schwerpunktsetzung auch den musischen Zweig wählen. Mit der Kombination Französisch und Latein ist es möglich, den musischen Zweig weiterhin oder auch neu zu wählen. Jetzt werden die Schwerpunkte anders gesetzt und verschoben. Insgesamt gibt es in diesen 2 Jahren 4 Module, in denen unterschiedliche Programme erarbeitet werden. In der 3. Klasse gibt es zum Beispiel das Modul Tanz, Rhythmus und Body Percussion. Und auf der anderen Seite das Modul Just Sing It, wo nun junge Schülerinnen und Schüler sich mit dem mikrofonalen Singen und dem Musizieren in der Band vertraut machen. In der 4. Klasse geht es ganz anders weiter, denn nun kommt etwas, was viele ganz, ganz spannend finden, nämlich Musik und Computer. Wie funktionieren Audioschnittprogramme? Wie kann ich Noten, die ich handschriftlich vor mir liegen habe, in den Computer eintragen, einschreiben? Und das letzte Modul in der 4. Klasse im Sommersemester ist unser Modul Musical, wo aber nun hinter die Kulissen geblickt wird, nämlich indem einige Musicals vorgestellt werden, erarbeitet werden. Es wird manchmal auch, wenn die Möglichkeit besteht, fahren wir nach Wien, um ein Musical auch anzuschauen. So geht es in der 3. und 4. Klasse mit unserem musischen Schwerpunkt weiter.